Ich gehe nach North Carolina, nach Wilmington. Das ist eine sehr schöne Stadt, direkt am Meer. Das war wirklich ein Traum von mir, dorthin zu gehen. Ich bin Alicia, ich bin 19 Jahre alt und spiele seit meinem 8. Lebensjahr hier im WTRC Tennis. Ich habe gerade mein Abi gemacht, jetzt im Juli, und bin jetzt eigentlich bereit, nach Amerika zu gehen. Dort möchte ich nämlich College-Tennis spielen. Und ja, da sehe ich meine Zukunft. College-Tennis war schon mein Traum, seitdem ich, keine Ahnung, 8 Jahre alt bin. Das war auch mein Ziel immer beim Tennis. Immer daran zu streben, nach Amerika zu kommen, ein gutes College zu bekommen. Weil ich schon immer dem verhangen war, nach Amerika zu gehen, das amerikanische Leben dort zu leben und aus Filmen und Serien nachzuspielen. Und ja, das war mein Ziel dahinter. Ich werde Business studieren dort, aufgrund der Tatsache, dass es auch hier in Deutschland sehr gut anerkannt wird. Es war mir auch wichtig wegen meiner Universität, und mit Business entstehen mir alle Türen offen. Das ist ganz gut. Und ja, meine Uni ist auch sehr bekannt dafür, ein gutes Business-Programm zu haben, und viele aus meinem Team studieren auch Business. Also bin ich da gut, gleich in gleichen guten Händen. Deswegen. Es freut mich sehr, das zu studieren dort. Ja. Also derzeit habe ich ein bisschen mehr Zeit als während der Zeit des Abis. Ich trainiere weiterhin, versuche viele Turniere zu spielen, um mich fit zu machen fürs College. Weil unser Coach erwartet das auch von uns, dass wir dort on point sind und abrufbereit sind, um zu spielen. Meinen Traumjob habe ich noch nicht gefunden. Ich bin einer der wenigen, zum Beispiel aus meiner Schule, die wusste, was ihr Plan ist nach dem Abi. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das hatte. Ich lasse mir alle Türen offen. Ich glaube, mit Business bin ich da auf einem guten Weg, und ich schaue, was die Zukunft mit sich bringt und welche Leute ich auch in Amerika kennenlerne. Ich bin sehr, sehr selbstkritisch. Ich kann mich sehr schlecht mit irgendwas zufrieden geben, was viele als positiv vielleicht ansehen. Für mich ist es eher negativ, weil es wirkt dann sehr pessimistisch von mir selbst. Aber im Sport insbesondere hat mich auch geholfen, dass ich sehr diszipliniert bin, gute Organisation, Zeitmanagement, und das hat mich durch die Zeit gebracht mit meinem Abitur, aber gleichzeitig auch noch immer weiter in Tennis zu spielen, weil das war am Anfang wirklich sehr schwer zu kombinieren, weil natürlich ist das Abitur was ganz Wichtiges, das eigentlich Vorrang haben sollte immer, und das gut unter einen Hut zu bekommen, war wirklich dank meiner Organisation sozusagen zu verdanken. Hoffentlich noch auf dem College sein. Wirklich, also ich werde ja dafür 4 Jahre studieren, meinen Bachelor dort machen. Ich hoffe, ich werde eine mega Zeit haben, vieles Neues dazulernen, vieles gesehen haben insbesondere, weil es auch immer mein Traum war, wirklich viel zu reisen. Und das ist ja die Möglichkeit in Amerika, auch mit dem Team mal zu reisen und wirklich mal so eine Mannschaft zu haben, weil Tennis ist wirklich ein Einzelsport. Man ist von klein auf darauf fokussiert, selbst den Erfolg zu tragen und selbst auch die Schuld mal zu haben, wenn man verliert. Und in Amerika ist das ein bisschen anders, da steht der Teamsport an erster Stelle, und ich würde das gerne mal genießen, auch mal ein Teil eines großen Teams zu sein, was viele hatten, wenn sie einen anderen Sport hatten. Immer an seine Träume glauben und immer danach weiter streben, nie aufgeben und auch mal zufrieden sein mit dem, was man hat, und nicht immer nur kritisch sein und alles pessimistisch sehen. Ja, und nie aufgeben auf jeden Fall.